Hallo ihr Lieben, willkommen im Karma Café, dem Treffpunkt am Rande des Bewussten. Mein Name ist Tim und unser Thema heute ist, wie uns Gefühle aus der Vergangenheit heute noch beeinflussen. Bestimmt kennst du das auch, dass es manchmal Situationen gibt, in denen man sich nicht gut fühlt und deshalb anders reagiert, als man sich das eigentlich wünschen würde. Wie kommt das eigentlich? Und wäre es nicht schön, wenn man da was dran verändern könnte? Darum geht es in diesem Video heute. Also vielleicht hast du eigentlich ein super Projekt, an dem du gerne arbeiten möchtest, eine tolle Idee, die du in die Tat umsetzen möchtest, aber du fühlst dich irgendwie nicht richtig motiviert, du hast Zweifel, ob du das hinbekommst und deshalb kommst du da nicht richtig voran. Oder du möchtest eigentlich einen schönen Abend mit deiner Partnerin oder deinem Partner haben. Dein Partner macht irgendeinen Kommentar und plötzlich fühlst du dich total schlecht und der ganze Abend ist versaut. Oder der Hund vom Nachbarn, der Nachbar kommt mit seinem kleinen Chihuahua an dir vorbei und irgendwie hast du Angst vor diesem Hund, obwohl der eigentlich total ungefährlich ist. Oder du hast Angst vom Fliegen oder irgendwie sowas. Diese Beispiele haben eine Sache gemeinsam und das ist, dass die Situation selbst das Gefühl eigentlich nicht ganz rechtfertigt. Es kommt ein Gefühl auf, das intensiver ist, als durch die Situation gerechtfertigt wäre. Wo kommt dieses Gefühl her? Das Gefühl kommt in dem Fall aus der Vergangenheit. Und um das noch mehr zu verstehen, müssen wir uns angucken, die drei verschiedenen Arten, wie man sich an unangenehme Ereignisse in der Vergangenheit erinnern kann. Und wir nehmen dafür jetzt mal dieses Beispiel mit dem Hund vom Nachbarn, vor dem man Angst hat, das nehmen wir als Beispiel, weil das, denke ich, am eingängigsten ist und damit können wir am besten jetzt arbeiten. Aber wir nehmen das stellvertretend für alle Situationen dieser Art, wo etwas aus der Vergangenheit heute noch wirkt. Okay, also drei verschiedene Arten, sich an unangenehme Ereignisse in der Vergangenheit zu erinnern. Die erste Art, zum Glück die häufigste, ist, du denkst daran und es geht dir gut. Also es ist damals zwar was Unangenehmes passiert, das symbolisiere ich hier durch einen Blitz, also das soll ein Blitz sein. Es ist was Unangenehmes passiert, vielleicht zum Beispiel, du bist vom Hund gebissen worden, das soll jetzt mal ein Hund werden hier, ja, man sieht es deutlich. Du bist vom Hund gebissen worden, vielleicht vom Schäferhund, vom Nachbarn oder wie auch immer. Aber heute kratzt es dich nicht mehr. Du hast heute nichts mehr damit zu tun. Die zweite Art. Du denkst daran und ein unangenehmes Gefühl kommt wieder hoch. Also du erinnerst dich, wie du gebissen wurdest und diesmal ist es so, dass es dich nicht kalt lässt, sondern auch wieder der Hund, sondern du fühlst dich nicht gut und du fühlst es irgendwo im Körper, fühlst du vielleicht eine Angst. Dann ist diese emotionale Ladung, die emotionale Ladung dieses Gefühls von damals in deinem Körper geblieben. Sie ist immer noch da und sie wird in bestimmten Situationen getriggert, also hervorgerufen. Die dritte Möglichkeit, sich an unangenehme Situationen zu erinnern, ist, sich eben nicht zu erinnern. Aber der Körper erinnert sich. Du erinnerst dich nicht bewusst, aber in bestimmten Situationen, also du weißt nicht, wo es herkommt, keine Ahnung warum, aber in bestimmten Situationen kommt ein unangenehmes Gefühl hoch. Also ich arbeite noch an meinen Blitzen hier, das soll wieder ein Blitz sein. In bestimmten Situationen kommt ein unangenehmes Gefühl hoch, du weißt gar nicht, wo es herkommt. Was sind das für Erlebnisse, an die man sich nicht erinnert? Häufig sind das Sachen aus der frühen Kindheit. Du warst 1, 2 oder 3 Jahre alt oder vielleicht sogar ist es während der Geburt oder im Mutterleib passiert. Vielleicht war es auch später, es war einfach nur so unangenehm, dass dein
Organismus, dein System sich entschieden hat, das zu verdrängen, sich einfach nicht mehr daran zu erinnern. Trotzdem ist die emotionale Energie noch da und trotzdem beeinflusst es dich noch. Und es kann sogar auch eine Erfahrung aus einem früheren Leben sein. Es kann auch sein, dass es etwas ist, was sich, dass es mehrere Ereignisse gibt. Also wenn man zurückgeht, man findet etwas in der Kindheit und wenn man weiter zurückgeht, findet man auch was in einem früheren Leben und die Dinge haben sich dann gegenseitig quasi ergänzt oder es hat sich gegenseitig verstärkt. Die gute Nachricht ist jetzt, es ist möglich, von dieser zweiten und dritten Situation, wo die emotionale Energie in dir ist und dich auch heute noch in verschiedenen Situationen beeinflusst, dahin zu kommen zu dieser ersten Situation, wo du von dieser emotionalen Energie befreit bist und sie dich heute nicht mehr in bestimmten Situationen quasi einholt oder negativ beeinflusst. Ja, wie funktioniert das jetzt, sich von dieser emotionalen Energie, dieser feststeckenden emotionalen Energie, also diesem zweiten und dritten Fall, sich davon zu befreien? Der erste Schritt ist mal zu verstehen, wo es herkommt. Und der zweite Schritt ist dann mit dieser emotionalen Energie auf eine Art zu arbeiten, dass man sie loslöst, dass man sie loslassen kann. Ich werde dazu zukünftige Videos machen, wo wir Stück für Stück uns mit dieser und ähnlichen Thematiken beschäftigen werden. Der allererste Schritt ist aber erstmal zu verstehen, dass sich das Ganze so verhält, wie ich das jetzt hier dargestellt habe, dass du dich in diesen Situationen nicht so verhältst, weil du so bist. Also zum Beispiel, wenn du sagst, naja, ich habe einfach Angst vor Hunden oder ich bin eben nicht so leicht zu motivieren oder ich bin eben ein aufbrausender Typ. In dem Moment verbaust du dir den Weg zu einer Veränderung und zu einer Heilung. Wichtig ist da eben zu verstehen, es ist nicht so, weil du so bist, weil deine wahre Natur, die ist frei davon, sondern es ist so, weil du diese Emotionen aufgesammelt hast in deinem Leben, weil du Erfahrung gemacht hast und dann diese emotionale Ladung irgendwo mitgenommen hast. Und das, all die Dinge, die wir aufgesammelt haben, ist übrigens auch das, was wir Karma nennen. Und was wir aufgesammelt haben, das können wir auch wieder loslassen. Und hier in diesem Kanal soll es eben darum gehen, wie wir uns auch davon befreien können. Also, was ich hoffe, was du mitnimmst aus diesem Video, ist, dass wenn du dich das nächste Mal in einer Situation schlecht fühlst, dass du dann darauf achtest, ob dein Gefühl wirklich durch die Situation gerechtfertigt ist oder ob du stärker reagierst, als es durch die Situation ausgelöst ist oder gerechtfertigt wäre. Und wenn du stärker reagierst, dann wünsche ich mir oder wünsche ich dir, dass du merkst, ah, okay, Tim hat da doch was erzählt, das muss etwas sein, was aus der Vergangenheit kommt. Und dass du dann anfängst, dich auf den Weg zu begeben, herauszufinden, wo es herkommt, um es dann auch loszulassen. Und dabei das zu tun, werde ich dir in zukünftigen Videos helfen. Ja, ich hoffe, das war interessant für dich. Schreib mir gerne einen Kommentar rein. Auch wenn du Fragen hast, schreib mir gerne einen Kommentar. Anhand der Fragen entscheide ich auch, worüber ich das nächste Video mache. Falls du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, dann denk daran, auf Abonnieren zu klicken. Und falls du dich für Live-Coaching oder Rückführung interessierst, dann schau gerne mal auf meinen diesbezüglichen Websites vorbei. Die Links findest du am Ende dieses Videos. Also, schön, dass du reingeschaut hast. Namaste, alles Liebe und tschüss.